Rap müsste verwinkelt heißen, ne? Verwinkelung klein. Der Schuppen sieht aus, als wenn er hier schon länger steht. Heruntergekommen. Und klein, so. Heruntergekommen und klein. Der Schuppen sieht so aus, als wenn er hier schon länger steht als das Haus. Du betrittst den Schuppen. Hier keine Fenster und es ist sehr schwer zu sehen. Oder hier drin was zu sehen. Du fühlst, ertastest deinen Weg und findest ein Ding und eine Überraschung. Kann ich nicht liebst in den Licht flutet den kleinen Raum. Du siehst nun eine Angel, die an eine Wand gelehnt ist, eine kleine Truhe in der entfernten Ecke und eine Falltür im Boden. Nicht Open Chest machen? Also die Truhe öffnen? Okay. Der Deckel bricht, als du die Truhe öffnest. Es sieht sehr, sehr alt aus. In der Truhe selbst liegt eine kleine Puppe. Mit einem blauen Outfit. Ihr fehlt ein Auge. Die Puppe wurde jetzt in unser Inventar getan, ja? Okay. Was haben wir noch? Fishing Pole, ne? Look Fishing Pole. Das ist eine alte Route, Anglerroute. Du kannst es ihr ansehen, dass sie hier schon eine Weile rumsteht. Dann nehmen wir die mal, ne? Gut. Hier dieses Geräusch. Look. Ach so. Lange Schleifspuren führen zur Öffnung der Falltür. Vielleicht hat jemand etwas hier runtergezogen. Aber was war denn unsere Überraschung? Wir sehen ein Ding und eine Überraschung. Wir haben die Angel. Test. Das ist wahrscheinlich die Überraschung. Open. Yep. So. Wir haben jetzt die Falltür geöffnet. Die Falltür öffnet sich lautstark. Und die Leiter knackt, während du hinabsteigst. Der kleine Raum unten ist spärlich beleuchtet. Aber es ist immer noch zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Deine Laterne beginnt zu flackern hier. Eine Zugkette in der Mitte des Raumes führt zu einem leeren Lichtsocket. Glühbirnenfassung. So. A pull chain. Also wir haben unsere Laterne ist an. Du hast ein Klickgeräusch, als du
an der Kette gezogen hast. Die Falltür schließt sich. Eine Laterne geht aus. Es ist nun komplett dunkel im Raum. Leises Geräusch kommt in der Nähe, kommt von den Wänden. Es klingt fast so, als wenn einer mit seinem Fingernägel darauf tippt. Du spürst auf einmal Hände überall. Du versuchst sie wegzudrücken, aber sie sind viel zu stark. Die Falltür geht wieder auf und der Raum wird wieder mit Licht geflutet. Es ist nichts. Du überprüfst deine Taschen und du findest eine Zeichnung von einem Wolf. Gefällt dir. Okay. Also wir hatten Bullchain, Lizen, Look Picture. Ein Bild von einem Wolf. Freudigerweise fällt dir auf, dass der Name Ghost hinten auf die Rückseite geschrieben ist. Okay. Mal kurz gucken, was wir noch für Commands haben. Enter the print order. Note hold space to read faster, ja. Inventory. Look. Light. Socket. Dann wieder go up, ne? Gehst wieder die Leiter auf. Du siehst eine Falltür im Bo im Boden. And then look at from a start. Look. Rap. Ja. Ja, okay, ist falsch. Okay, dann gehen wir mal zum. So. Wir gehen mal zum Teich. Du gehst aus dem Schuppen raus. Und schlägst deine Richtung Teich ein. Die Planken knacken unter dir, als du auf das Dock trittst. Das Wasser ist dreckig und kannst kaum durchsehen. Ist wahrscheinlich zu dreckig, um es zu trinken. Du fragst dich, ob es im Wasser irgendwas gibt. Nee, warte mal, das Water. Bad look water. Ist zu dunkel und schmutzig, um durchzusehen. Du wirfst deine Rute aus und wartest. Es war eine sehr lange Zeit, sehr, sehr ruhig. Aber plötzlich zieht etwas sehr stark an deiner Leine. Schnell holst du sie ein und findest einen Schlüssel am anderen Ende. Und von Sam kam und du wunderst dich, was so hart daran gezogen hat. Look. Wie? Ein einfacher Schlüssel. Okay. Leave Pond. Ihr Haus, Chat, Playground.
Go. Aus. Okay. Als du auf die vor die Tür trittst, fühlst du dich wohl. Und über der Tür siehst du ein Schild, auf dem steht: Ein Zuhause ist ein Haus mit einem Herz. Wenn du jetzt drinne wärst, wäre alles endlich wieder okay. Wir haben eine Tür. Look at door. Simple door, but you sense warmth. Eine einfache Haustür, aber sie versprüht. Aber du spürst die Wärme von innen. Wir haben Key, ne? Use Key. Sam? Du fühlst dich dumm, dass du es vorher nicht bemerkt hast. Da ist noch ein zweites Schloss. Naja, dann denke ich, es wird einfach nur ein bisschen länger dauern, bis wir reinkommen. Inventory. Laterne. Wir haben eine Puppe. Pardon. Aber der Schlüssel ist jetzt weg. Warte mal. Wir haben noch eine Puppe, ne? Oh, Playground. Ja, das kennen wir schon alles. Use. Toll. Du platzierst die deine Puppe auf der Schaukel neben der anderen. Im Moment passiert nichts. Dann passiert nichts. Okay. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie was oder so. Okay, wo könnten wir einen Schlüssel herkriegen? Hatte ich schon UC so? Aha. Als du näher an die Wippe herantrittst, sieht diese Wippe so aus, als wenn sie schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden ist. Du stellst dir vor, wie ein Kind darauf auf der anderen Seite sitzt, das etliche Tage auf jemanden gewartet hat, um mit dir zu spielen. Du spürst, wie Tränen in der Ecke deiner Augen auftreten. Du setzt dich auf die Wippe. Als die Wippe runtergeht durch dein Gewicht, hörst du aus der Ferne ein Klickgeräusch. Und es geht ein Licht im Schuppen an. Okay. Ja. Du verlässt die Wippe, aber sobald du dir den Rücken zu den Puppen zugedreht hast, fühlst du, wie irgendetwas dich am to Kopf trifft. Du drehst dich um und guckst dir und siehst, dass ein Brustkorb einer der Puppe aufgerissen ist. Ihr Innenleben guckt raus. Und auf dem Boden hinter dir ein Schlüssel. Muss wohl ein Dankeschön sein. Als du den Spielplatz verlässt, hörst du, wie die. Das Geräusch, ne? Wie die Schaukeln quietschen
Und Kinder lachen hinter dir. Du lächelst. Wenn sie leider eine Windows, ja. Will in den Chat? Wo Chat? Das können wir schon. Open. Door. Jetzt hier Trapdoor on the floor. Wieso weist er auf das Trapdoor so hin? Du bist Trapdoor. Ah, ne. Oder? Kann er das? Nochmal Pullchain. Geräusche. Außer das Störgeräusch. Sie ist an der Kette, aber es passiert nichts. Habe ich meine Laterne eigentlich an? Mein Empty Light Socket. Also eine leere Glühbirnenfassung. Look around geht immer noch nicht, ne? Mopul. Los. Jane. Geht nichts. Trapdoor. Look. Test. Oh ja, Lou, ja. No chest to look at. Also wir haben aus dem Open. Door is still open. Ich habe gesagt, wir gucken uns die Tür an und Sam meinte, die Tür ist etwas, die ist leicht geöffnet. Ja, sie wurde geöffnet. Nein, alles dabei. Wir haben Key, Fischkolente. Eine Tür sitzt vor dir. Das war natürlich, ich weiß. Use Key. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Ups. Du hast gar nicht die Kette mit dem Schloss gesehen, die um die Tür gemacht worden ist. Du hoffst, dass die letzte Hürde ist. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Laterne, wir haben Picture. Habe ich im Inventory jetzt? Inventory. Wir haben nur eine Laterne, Fishing Pole und ein Picture. Ja,
dem Moment, als die Leine, deine Angelleine, das Wasser trifft, spürst du, wie eine unglaubliche Kraft daran zieht. Deine Angelrute wird dir aus deinen Händen gerissen und verschwindet im Wasser. Etwas fliegt aus dem Wasser raus und landet in deinen Händen. Es ist eine abgetrennte Hand. Einer der Finger bewegt sich. Was? Jo, richtig schreiben wäre ein Vorteil. Twitching. Loose Hand machen? Als du die Hand auf den Boden legst, verschwindet sie. Du siehst aber nicht, wo sie hingeht. Edok. Okay, am Weg ist nichts Besonderes. Okay, ins Wasser können wir immer nicht gucken. Wir waren am Haus. Am Schuppen waren wir auch schon. Am Schuppen haben wir aber noch eine Glühbirnfassung. Hey, Ground ist auch falsch. Mal die Puppe an. Ich nehme die mal. Ich benutze mal die Puppe. So, Take Doll. Auch die ist fest. Eine bekannte. Also, wir versuchen die Puppe mitzunehmen und merken, oh, die ist wieder an der Kette fest, lassen die da liegen. Und plötzlich kommt die Hand wieder zurück in unser Inventar. Und uns hat das mitgebracht: eine Karte. Es zeigt uns, wie wir zu einem Versteck kommen. Nutzen wir die mal, ne? Guck mal, wie die überhaupt heißt. Wenn. Ich glaube, es ist hier heute. Wir mal in die Sandbox noch probieren. Wusste, es wird irgendwo noch eine Glühbirne geben. Also. Du beginnst im Dreck, der Sand, im Sandkasten zu spielen und versuchst eine Burg zu bauen. Du wirst traurig, denn die Burg ist nicht so schön wie das Haus. Aber als du da so gräbst, spürst du etwas. Du ziehst dran und holst es raus und schüttelst es den Dreck ab. Eine Glühbirne. Wer wird mit einer Glühbirne spielen wollen? Weiß, wo die hinkommt. Naja, das kennen wir schon.
Also wir haben wieder die Kinder, die lachen. Gehen wir rein. Open Door. Also das kennen wir. Wir machen jetzt mal Use Bulb. Die Glühbirne quietscht, als du sie in die Fassung, an der eine Kette ist, reindrehst. Ein paar Staubflocken gehen weg. Du kriegst sie in den Mund. Du hörst ein Klicken, als du an der Kette ziehst. Licht flutet den Raum. Da sind viele feine Kratzer an der Wand. Vielleicht Teddys. Okay, Teddys weiß ich gerade echt nicht zu übersetzen. Tut mir leid. Eine Wa Wand mit roter Flüssigkeit überzogen öffnet sich. Nach ein paar Momenten öffnet sich oder offenbart sich ein geheimer Raum. Du siehst einen alten Schrank und einen großen Haufen voll Knochen. Außerdem sind da komische Zeichnungen an der Wand und ein Glasgefäß. Etwas Schimmerndes fällt dir ins Auge in diesem Glasgefäß. Da sind zwei runde Öffnung eingraviert in der Front. Look. Wir gucken uns erstmal die Knochen an, ne? Die Knochen sind alt und bröselig. Wer auch immer hier gestorben ist, wer auch immer das war, muss schon vor langer Zeit gestorben sein. Der Grund des Todes war bestimmt nicht so spaßig. Mir fällt etwas Schimmerndes im Knochenberg auf. Look, tiny? So blöd, Look zu schreiben, ey. Immer noch. Aber jetzt, komm. Nicht, du es bei uns machen? Vorsichtig bewegst du einige Knochen beiseite, um eine Skeletthand zu finden. Es schüttelt deine Hand, wie ein guter Freund das auch machen würde. Aber dir fällt ein sehr interessant aussehender Ring in dieser Hand auf. Du nimmst den Ring von der Skeletthand. Okay. Wir haben zwei runde Öffnungen bei dem Case, bei der Box, die da irgendwo rumsteht.